Hallo, guten Abend zusammen. Freut mich, dass ihr noch hier seid zu später Stunde, wobei für manchen Nerd ja der Tag eigentlich erst jetzt beginnt, nicht wahr? Nichtsdestotrotz, für uns ist es der letzte Vortrag von heute Abend zu einem spannenden Thema. Es geht nämlich um E-Collecting in der Schweiz. Was ist bisher geschehen und wohin führt die Reise noch? Das wird uns nun Sandro Scalco erzählen. Beruflich ist er nicht mit E-Collecting, aber mit EID tätig. Da ist er Product Manager der EIDs von Kanton Schaffhausen und Kanton Zug. Mit E-Collecting hat er aber doch einiges am Hut. Einerseits hat er zusammen mit Rolf Rauschenbach ein Buchkapitel geschrieben. Rolf werden wir morgen noch hören zur EID. Andererseits hat er im Kanton Schaffhausen eine Volksmotion lanciert, um im Kanton Schaffhausen E-Collecting einzuführen. Ja, dann danke, bist du hergekommen und erzähl uns doch, wo die Reise mit E-Collecting hingeht. Sehr gerne. Vielen Dank, Daniel. Schön zu sehen, dass wir ein kleines, aber feines, fachkundiges Publikum heute Abend zu später Stunde noch hier haben. Ich durfte bereits vor 2 Jahren zum Thema E-Collecting einen Vortrag halten, damals noch digital, heute hier live und mit doch ein, zwei, drei mehr Informationen, als ich damals noch erzählt habe. Nicht, weil ich schlauer geworden bin, sondern weil einiges mehr passiert ist in diesen 2 Jahren, das ich erleben durfte oder aktiv mitgestaltet habe. Und das werden wir dann heute auch noch alles sehen. Jetzt kurz eine Frage ins Publikum. Wer hat schon einmal Unterschriften für ein Volksbegehren geleistet? Also noch so klassisch, vielleicht Stichfrage zuerst auf dem Brett, noch so mit Kugelschreiber auf der Straße. Okay, wer digital, zum Beispiel auf WeCollect? Klar, ja. Wer hat selber schon einmal Unterschriften gesammelt für ein Volksbegehren? Wow. Also euch muss ich ja nichts mehr erzählen. Versuche trotzdem, E-Collecting euch kurz noch einmal zu erklären, dass wir alle auf demselben Verständnis oder Wissensstand sind. Was ist das Unterschriftensammeln? Was ist E-Collecting? Dann, was bisher geschah, wie es im Titel des Vortrags schon heißt, was geschieht auf Bund- und Kantonsebene und gibt es noch andere Initiativen, die man so im Winkel haben sollte. Dann ein etwas provokativer Begriff, die Briefkastendemokratie. Wir werden uns 2 Beispiele anschauen, kurz WeCollect und der neue Sammelgenerator, der zuletzt beim Ausweiszwangreferendum eingesetzt wurde. Und dann, je nach Zeit, gibt es den Ausblick, Chancen, Probleme, ein paar interessante Zahlen vielleicht für euch und mögliche Lösungsvorschläge, gefolgt von Fragen und Diskussionen. Das Ziel von heute ist mir wirklich, dass wir oder ihr einen etwas anderen Blick vielleicht auf E-Collecting bekommt, wie wir schon im Speech heute von Chris Bühler gehört haben, dass Cyber, also nicht nur Technologie, sondern auch die Gesellschaft zusammenbringen. Ja, und verstehen, wie dieses Werkzeug, das ursprünglich mal für die Bürgerinnen und Bürger entwickelt wurde, das Unterschriften sammeln, dass das eigentlich gar nicht mehr so von den Bürgerinnen und Bürgern dominiert wird, sondern eigentlich von anderen Organisationen, die viel mehr Macht haben. Und schlussendlich vielleicht noch dann die Frage klären, wie wollen wir in Zukunft überhaupt partizipieren und mitbestimmen und welche neuen Instrumente, falls es dann nicht E-Collecting sein sollte, es geben wird. Ihr habt alle schon einmal Unterschriften gesammelt. Wenn man das so aufzeichnet, dann sieht man, man hat 4 verschiedene Akteure im Spiel, die sich über grundsätzlich 5 elementare Prozessschritte hinweg diesen Unterschriftenbogen hin und her schieben. Und am Schluss sagt dann jemand, dass das alles zustande gekommen ist und wir das
Gesetz in Kraft tritt oder nicht. Man spricht eigentlich von der Phase ein Volksbegehren einreichen. Das ist die erste Phase, wo man sich entscheidet, in einem Komitee sich zusammentut und eine Initiative lanciert. Oder ganz persönlich kann das sein, wenn ihr mit einem Gesetz nicht einverstanden seid, das vor das Volk kommt, dann könnt ihr das Referendum ergreifen. Und dann entsprechend Unterschriften sammeln im zweiten Schritt. Wenn diese Unterschriften auf dem Zettel sind, gehen die zur Gemeinde über. Dort schaut jemand nach, bist du in dieser Gemeinde zu diesem Zeitpunkt auch wirklich stimmberechtigt? Sollte das der Fall sein, wird das entsprechend bescheinigt. Das heißt, es gibt je nach Gemeinde einen zweiten Zettel. Dieser Zettel wird dann von der Amtsstelle entsprechend signiert und zusammen mit den Unterschriftenbogen wieder an das Referendumskomitee oder das Initiativkomitee zurückgeschickt. Das sehen wir dann noch später, ein paar Details. Und sollten die Unterschriften zustande gekommen sein, könnt ihr dann im Falle einer Initiative entscheiden, wollt ihr es dann jetzt wirklich auch tun? Das hatten wir dann, glaube ich, bei der Gletscherinitiative zuletzt, war das auch eine Entscheidung. Und ja, dann entscheidet die Bundeskanzlei auf Bundesebene oder beim Kanton die Stelle, ob das dann alles so zustande kommen soll. Das mal grundsätzlich zum Unterschriftensammelprozess. Was ist eigentlich E-Collecting? Ich habe mich diese Frage auch immer wieder gestellt und ich habe so einen Prozess gemacht und ich möchte euch ein bisschen auf diesen Prozess mitnehmen. Ich habe dann mal blauäugig angefangen, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe und dann gesagt habe, gut, es gibt ja da dieses WeCollect und das könnte man einfach ein PDF draus machen und das PDF dann digital signieren. Also es ist eigentlich die vermeintlich einfache Digitalisierung der Volksrechte. Man macht da ein PDF, hat eine qualifizierte elektronische Unterschrift und gut ist. Aber wie ich dann feststellen musste, war das weit gefehlt. Wir werden das noch im Verlauf des Vortrages sehen. Es gibt noch ganz viele weitere spannende Fragen, die es zu klären gibt, weil für was braucht es die Unterschrift, wie identifiziere ich mich im Internet und so weiter und so fort. Aber das werden wir nachher noch sehen. Der Bund hat sich auch mit E-Collecting auseinandergesetzt und hat für sich selber in einem Bericht, im CivicTech-Bericht, folgende Definition für E-Collecting definiert. Er hat gesagt, das elektronische Sammeln von Unterschriften für Volksbegehren wie Initiativen und Referenden, das ist, dass man elektronisch unterschreibt, also die Stimmberechtigten unterschreiben. Das elektronische Sammeln durch Sammelkomitees, das elektronische Prüfen der Gültigkeit von Unterschriften, ich betone auf Unterschriften, durch Bescheinigungsstellen und das elektronische Zählen von bescheinigten Unterschriften durch die Bundeskanzlei. Also wenn man diese Definition so anhört, dann hat man mehr oder weniger bei E-Collecting einfach das Wort elektronisch vorangefügt und es wurde mehr oder weniger auch am bestehenden Prozess festgehalten. Grundsätzlich ist das auch nicht so erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sich die Bundeskanzlei, oder ja, zum Beispiel die Bundeskanzlei, in einem gesetzlichen Rahmen bewegen muss. Sie haben dort gewisse Einschränkungen, dass sie da nicht so kreativ sein dürfen, wie sie wollen, weil wir doch irgendwie noch in einem Rechtsstaat unterwegs sind. Und man hat auch sehr viele Player oder verschiedene Stellen in diesem Prozess drin, wie wir vorhin gesehen haben, mit Sammelkomitees, mit Gemeinden, mit all diesen verschiedenen Playern und dann macht es die Abstimmung schwierig. Man sieht auch, dass es dort ganz viele Schnittstellen gibt und das macht es nicht ganz so einfach, wenn man hier etwas bewegen möchte. Nichtsdestotrotz habe ich zusammen mit Rolf eine weitere Definition von E-Collecting, die wir rechts sehen, definiert, die eigentlich dem Umstand Rechnung tragen soll, dass wir eine technologieneutralere Variante hier wählen für die Definition. Wir sprechen nicht mehr von Unterschriften, sondern von Willensbekundungen, was das dann auch immer sein soll. Und wir kommen von diesem PDF
Bogen weg, der ja eigentlich einfach ein analoges Abbild darstellt. PDF oder das, wenn man das so durchgeht, sieht man, man hat mich mit dem PDF-Bogen, weil der PDF-Bogen ist eigentlich schlussendlich, wenn dieser eine elektronische Unterschrift drauf hat, dann ist es extrem schwierig, diesen PDF-Bogen bei der Gemeinde mit dem Stimmrecht zu verknüpfen und das abzugleichen. Das heißt, man hat dort wahrscheinlich dann wieder Medienbrüche. Man kann das nicht automatisch wieder verarbeiten. Und daher war das schon mal meine erste Erkenntnis. Also die Idee, die ich damals hatte, einfach so einen PDF-Bogen nehmen, zum Beispiel von der tollen Plattform WeCollect oder wo auch immer. Das wird nicht skalieren und gibt auch keinen Mehrwert oder Prozessoptimierungen, die man dort erreichen kann. Dazu gibt es noch ganz viel tolle Literatur. Unter anderem vor 2 Jahren kam da ein Bericht raus, E-Collecting, Umsetzungsvariante und Rechtsetzungsbedarf von Katja Queller, Andreas Glaser und Irina Lehner, die sich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt haben, warum das mit dem PDF nicht so eine gute Idee ist und auch warum eine Unterschrift eigentlich nicht den Zweck erfüllt, den sie sollte. Sie wird nämlich in unserem Verständnis oder einfach gesagt meist mit der Identifikation des Bürgers in Verbindung gebracht, aber das würde eigentlich bedeuten, dass die Gemeinde von jedem Bürger auch eine Unterschrift bei sich haben hätte, die sie dann visuell abgleichen kann, was natürlich niemand hat. Außer man hat irgendwie eine Passkopie hinterlegt oder eine ID-Karte. Im Zusammenhang mit E-Collecting spreche ich im Allgemeinen von der Digitalisierung der Volksrechte und nicht von einer sogenannten digitalen Transformation, weil für die digitale Transformation bräuchte es entweder neue Formen der Volksrechte oder eine Anpassung der Gesetze. Und beides sehe ich aktuell nicht als realistisch, kurzfristig zumindest. Wir werden morgen noch vielleicht einen Einblick bekommen über eine neue Bundesverfassung oder so. Das ist der Vortrag von Dani Graf. Mal schauen, was er dort hat. Eine Art Transformation haben wir aber eigentlich schon vor langer Zeit einmal erlebt. Und ich möchte da einen kurzen Schritt oder einen langen Schritt zurück machen in der Geschichte. Dorthin, wo führende Technologien, nicht Smartphones, künstliche Intelligenz oder die Blockchain, sondern die moderne Druckpresse, die Eisenbahn und der Telegraph waren. Wie kam es denn dazu? Damals hatten wir die Technologie und Dienstleistungen zur Verfügung, welche uns kostengünstigere und regelmäßige Abstimmungen ermöglichten. Zudem konnten wir Druckerzeugnisse schneller und günstiger von A nach B transportieren und das auch in großer Menge produzieren, dank der modernen Buchpresse. Und das hat damals, etwa vor 150 Jahren, dazu geführt, dass diese technologische Revolution eigentlich das Fundament unserer heutigen modernen Demokratie gebildet haben, nämlich mit der Einführung des Initiativrechts vor 132 Jahren und dem Referendum vor 149 Jahren. Und wenn man das so bedenkt, oder? Seit damals hat sich die Gesellschaft der Schweiz eigentlich nicht, also hat sich sehr stark verändert, aber unsere Demokratie nicht, abgesehen vom Frauenstimmrecht natürlich. Und im Gegenzug haben wir die Durchdringung des Internets in all unseren Lebensbereichen. Wir können nicht mehr ohne. Wir haben das heute zum Teil bei gewissen Vorträgen auch schon gehört. Und das ist schon eine Entwicklung, die zeigt, dass wir hier wieder an einem Punkt sind, wo es neue Technologien gibt, die es uns ermöglichen, auch Prozesse neu zu denken und eventuell auch die Demokratie zu verbessern und bestehende Probleme mit neuen Ansätzen zu lösen. Ein kleiner Vergleich ist zum Beispiel, dass das iPhone 6, das vor 15 Jahren auf den Markt gekommen ist, 120 Millionen Mal schnellere Rechenleistung hatte als der Bordcomputer bei der Mondlandung. Also diese
unvorstellbare Leistung und Veränderung, die uns hier trifft, wird sicher auch bald Einzug halten in unserer Demokratie. So, das war mal der erste Teil. Was ist E-Collecting? Wir werden jetzt sehen, was es auf Bundes- und Kantonsebene so gibt. Man kann eigentlich sagen, eigentlich läuft nicht viel, aber das Thema ist auf dem Radar, auch beim Bund. Es gab in der Vergangenheit zahlreiche politische Vorstöße, die den Bund etwas unter Druck gesetzt haben. Auch das Thema E-Voting, das nicht mehr so vorwärts kommt, gibt dem E-Collecting wieder mehr Raum, sich auch über andere Themen zu unterhalten in Bern. Und das sind eigentlich so die vier wichtigsten Punkte, dass beim Bund so unterwegs ist, läuft. Das eine ist vor über 21 Jahren, das war damals, als in Estland die erste EID eingeführt wurde, hat der Bund die Initiative Vote Electronic präsentiert mit dem Ziel, der Schweiz, also die Demokratie der Schweiz ins 21. Jahrhundert zu heben. Damals aber noch sehr stark oder auch heute auch noch immer noch sehr stark mit dem Fokus auf E-Voting. Und eigentlich ist das schon ein bisschen schwer zu verstehen aus meiner Perspektive, denn eigentlich der Mehrwert von E-Voting und der Mehrwert von E-Collecting sehe ich schon E-Collecting oder das Unterschriftensammeln und Initiativ für Initiativen und Referendum gewichte ich eigentlich fast höher als das Abstimmen, weil abstimmen kann heute fast jeder. Und etwas bewegen und etwas verändern und das allen ermöglichen, schätze ich höher ein in der Wichtigkeit, aber das ist meine persönliche Meinung. Und man muss schon sagen, unsere moderne direkte Demokratie basiert im Grunde genommen auf diesen zwei Pfeilern, dem Decision-Making und dem Agenda-Setting für Initiativen. Und dem dürfte man schon ein bisschen mehr Gewicht beitragen. Auf parlamentarischer Seite kam das erste Mal ein Postulat von Andreas Gross auf den Radar 1999, schon eine Weile her. Damals wollte er eine Webseite einführen, wo Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, Unterschriftenbögen als PDF herunterzuladen. Also das, was wir heute auf WeCollect generieren zum Beispiel. Und Bürgerinnen und Bürger sollen sehen, welche laufenden Initiativen gerade lanciert sind und für welche Gesetze ich ein Referendum ergreifen kann. Und das mit dem Hintergrund, das war noch vor meiner Zeit, das vor dem Hintergrund, dass das briefliche Abstimmen dazu geführt hat, dass das Sammeln von Unterschriften, noch nicht das E-Collecting, aber das Sammeln von physischen Unterschriften damals noch sehr stark geprägt war, dass man das vor den Wahllokalen durchgeführt hat. Und das briefliche Abstimmen hat dazu geführt, damals hat er noch erwähnt, ich habe hier noch den Auszug, dass es bei 50-70% ist. Heute sind wir je nach Kanton eher im Bereich von 90%. Und dort 1999 hatte dann der Bundesrat auch bemerkt, dass es schwierig ist für Initiativkomitees, weil die sehr klein sein, Referendumkomitees, dass die sehr klein sein können. Und wenn die Leute dann den PDF-Bogen aus dem Internet herunterladen, kann es sein, dass der verändert wird und nicht mehr den Formvorschriften entsprechen. Das alles wurde jetzt geregelt. Es gibt ein Gesetz, wo das Initiativkomitee und die Person, die den Bogen herunterlädt, sicherstellen muss, dass der Bogen die Formvorschriften erfüllt. Also der Bund hat sich dort aus der Verantwortung genommen und mittlerweile hat sich dieser Prozess etabliert. Ein weiterer Punkt ist der Civic Tech Bericht 2020 von Damian Müller. Der hat eigentlich das erste Mal Civic Tech thematisiert und dort auch E-Collecting erwähnt und einen spannenden Punkt gebracht, nämlich, dass es auch möglich wäre, eine sogenannte E-Volksmotion zu lancieren als neues Partizipationsmittel. Außer den Kanton Schaffhausen gibt es noch ein paar andere Kantone, die überhaupt eine Volksmotion kennen. Von dem her wäre es vielleicht noch spannend, wenn man das auch gesamtschweizerisch mal andenken würde. Der aktuellste Vorstoß, den es momentan gibt, ist von der von Nadine Masshardt, die
aus der SPK des Nationalrats gefordert hat, dass man sich nochmal mit dem Thema E-Collecting auseinandersetzt. Und so wurde der Bundesrat beauftragt, einen Bericht zu erfassen zum Thema E-Collecting, der die Auswirkungen auf das politische System der Schweiz aufzeigen soll. Namentlich geht es darum, müssen Quoren und Fristen angepasst werden, was meiner Meinung nach nicht die zentrale Frage sein soll. Weil ich bin der Meinung, E-Collecting ist nicht nur ein technisches Problem oder eine technische Frage, sondern hat auch Auswirkungen auch sonst auf unsere Demokratie. Und dort gäbe es viel spannendere Fragen zu klären, ob man jetzt auf etwas so Theoretisches, das man noch gar nicht eingeführt hat, die Quoren und Fristen anpassen muss, die man so oder so irgendwie überdenken müsste. Auf Bundesebene gibt es grundsätzlich diese zwei Punkte. Erstens, es gibt diesen berühmten Artikel 27q, den es ermöglicht, wenn Kantone dann wollen, würde der Bund mitmachen, wenn dann das alles sicher und so abläuft. Aber sonst gibt es eigentlich keine gesetzlichen Grundlagen für E-Collecting. Seit etwa 5 Jahren gibt es im Kanton Schaffhausen, wie ich schon anfangs erwähnt habe, gibt es eine EID. Und von da an habe ich mich mit auch dem Thema E-Collecting auseinandergesetzt, weil ich damals noch die Idee hatte, wir haben die EID und dann kommt E-Collecting ja, mit dem PDF und digital signieren und dann läuft das. Das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eine Volksmotion lanciert habe. Und die wurde dann vor gut 2 Jahren im Kantonsparlament gutgeheißen, als einige der wenigen Volksmotionen. Und wie wir sehen, gibt es auch andere Kantone, die schon Initiativen in diesem Bereich gemacht haben. Namentlich sind das Basel-Land und Basel-Stadt, Bern, ich gehe nochmal zurück, Entschuldigung, St. Gallen, Zürich und Obwalden. Und noch der Kanton Zug. Ich möchte hier auf 1-2 Kantone eingehen. Den Kanton Schaffhausen haben wir gesehen. Das ist der Wortlaut meiner Volksmotion, wo wir fordern, dass wir die kantonale elektronische Identität verknüpfen und nutzen, um E-Collecting zu ermöglichen. Im Kanton Basel-Stadt ist es sehr spannend. Dort wurde E-Collecting, darum ist dieser Kanton auch dunkel eingezeichnet auf der Karte, ist über das Behindertengleichstellungsrechtsgesetz hat es dort einen Artikel, den es ermöglicht, E-Collecting zuzulassen. Das ist eigentlich der erste Kanton, der die gesetzliche Grundlage hat in diesem Sinn. Wir haben einen anderen spannenden Kanton, Kanton Zug. Dort wurde es abgelehnt. Eigentlich der digitalste Kanton, würde ich fast sagen, hat ebenfalls eine EID und die gesetzlichen Grundlagen für alles Mögliche im digitalen Bereich und auch eine Strategie dahinter. Sie haben sich dann, wie soll ich sagen, darauf gestützt, dass wir zuerst mal abwarten, was beim Bund läuft. Und was Sie aber auch zu Recht meiner Meinung nach erkannt haben, dass der Nutzen für E-Collecting auf kantonaler Ebene relativ klein ist. Und dann sieht man auch, wenn man schweizweit schaut, wo werden am meisten Unterschriften gesammelt, ist das meistens für nationale Volksbegehren und auf kantonaler Ebene hat man meistens, also in Schaffhausen ist das eine Initiative oder ein Referendum alle 2 Jahre und so viel läuft da nicht. Was auch spannend war, der Regierungsrat hat auch gleich einen Zeitungsbericht von Christian Follini aufgegriffen, der bemängelt hat, dass Daten gesammelt werden können über Bürgerinnen und Bürger, welche de facto heute schon bei jeder Gemeinde anfallen. Das ist sicher auch so ein Thema, dem man heute noch viel zu wenig Beachtung geschenkt hat. Nämlich, dass heute jeder Unterschriftenbogen eigentlich bei den Gemeinden physisch abgetippt wird und dort eigentlich eine jetzt schon, wenn man so sagen möchte, Gesinnungsdatenbank existiert. Im Kanton St. Gallen ist es sehr spannend. Dort wurden 2 Motionen zusammengeführt. Ist eigentlich der erste Kanton, der das so angegangen ist.
Wir haben dort ein Pilotprojekt. Dort wurden Pilotversuche zu E-Collecting wurden erlaubt und dort wurde als Projekt ein sogenanntes Stimmregister und die Authentifizierung angegangen in einem ersten Schritt. Das Projekt wurde jetzt, glaube ich, im Herbst, im letzten Jahr, wurde es sozusagen gestoppt, weil man gesagt hat, man wartet auch noch, was beim Bund mit der EID läuft. Ist jemand aus St. Gallen da, der es vielleicht noch besser weiß? Können wir nachher noch gerne darüber sprechen. Was noch spannend ist, aus dem Budgetplan des Kantons, der hat immer so eine Vierjahresplanung, also die Regierung, sieht man, dass die Projektkosten für dieses Projekt aus dem ordentlichen Budget kamen, von etwa 250.000 und der Pilot jetzt jährlich weiter betrieben wird in einem Betrag von 35.000 Franken. Das ist eigentlich wirklich auch mal so spannend zu sehen, dass da das erste Mal diese Projektkosten so transparent ausgewiesen werden und man Anhaltspunkte macht, wie viel kostet jetzt ein E-Collecting-System für einen Kanton. Jetzt im speziellen Fall jetzt halt für St. Gallen, aber sind erste Anhaltspunkte. Basel-Landschaft ist auch noch ein spannendes Beispiel. Das ist der letzte Kanton, auf den ich jetzt noch eingehen möchte. Der hat über die digitale Verwaltung Schweiz hat der Geld beantragt über diese Innovations- und Partizipationsprojekte, die man einreichen kann und hat gesagt, wir möchten eine E-Collecting-Auslegeordnung machen, um unsere internen Postulate, die sie hatten, zu beantworten und möchten diese Ergebnisse gleich noch mit anderen Kantonen teilen, damit sie die anderen Kantone nicht wieder die gleichen Fragen stellen müssen. Also das ist für mich sicher eine gute Art und Weise, um erstens dieses Geld zu nutzen und zweitens auch, um die Erfahrungen auszutauschen. Kommen wir zum Thema Briefkastendemokratie. Es ist ein etwas provokativer Begriff, aber eigentlich beinhaltet er unseren technologischen Fortschritt, den wir heute mit unserer Demokratie haben, nämlich er basiert immer noch sehr stark auf Papier und diesen gelben Dingern, sei es zum Abstimmen und Wählen oder auch für unsere Initiativen. Wer hat von euch noch einen Drucker zu Hause? Wow, hätte ich nicht erwartet. Ich glaube, es gibt so eine Statistik, wo man sieht, dass die Druckerverkäufe zumindest im Privatsektor zurückgehen. In Geschäften gehen sie hoch. Wahrscheinlich weil alle jetzt wegen dem Homeoffice im Geschäft ausdrucken, ich weiß es nicht. Wie funktioniert WeCollect? Ich denke, alle kennen diese Plattformen, aber eigentlich funktioniert es so, wie in diesem Meme beschrieben, das ich im Internet bekommen habe von einem Freund. Man druckt ein Formular aus, man unterschreibt es, man scannt es jetzt nicht mehr ein, oder? Das ist schon so. Aber man schaut, dass man dann irgendwo wieder einen Briefkasten hat in der Nähe. Wenn man jetzt im Homeoffice ist, ist man nicht mehr so viel an den Briefkästen, weil man das Haus wahrscheinlich nicht mehr so regelmäßig verlässt. Und dann vergisst man, diesen Zettel einzuschmeißen und dann kommt das Mail, die Initiative ist jetzt nicht zustande gekommen. Oder man bekommt die Erinnerungsmail von Dani Graf, ob man den Bogen schon eingeworfen hat. Einen weiteren Schritt ist, ein weiteres Beispiel, das wir hatten, ist das Ausweiszwang-Nein-Gesetz. Ich wurde heute beim Empfang von jemandem angesprochen. Ah, danke, wir müssen noch sprechen. Ich hoffe, ich erzähle es richtig, sonst bitte korrigieren. Grundsätzlich funktioniert es ähnlich wie WeCollect als Bürger. Hintendurch passiert wahrscheinlich nicht das Gleiche, vermute ich stark, weil WeCollect noch mehr Campaigning-Funktionen im Hintergrund führt und die nicht ein User-Tracking macht, sage ich jetzt mal, dem man zustimmt. Wir haben gesehen, der E-Collecting-Prozess ist sehr kompliziert, wenn das immer hin und her geschickt wird. Und was jetzt hier neu ist, den Bogen schickt ihr nicht mehr ans Initiativkomitee zurück, sondern anhand von eurer Adresse wird die nächstgelegene Amtsstelle ermittelt, die für euch zuständig ist. Und dieser Brief wird dann direkt an diese Amtsstelle geschickt. Und von dort geht es dann zurück ans Initiativkomitee, dass es dann beim Bund einreicht. Das hat den Vorteil, man spart ein bisschen Portokosten, hat den Nachteil, man ist im totalen Blindflug. Und jetzt bei dieser Initiative hatte man gedacht, man wäre etwa 2 Wochen vorher bei 40.000 Unterschriften.
Die Bundeskanzlei hat verzichtet, Zahlen zu veröffentlichen. Das heißt meistens, dass die Unterschriftenzahl massiv drunter war. Wahrscheinlich etwa bei 20.000. Ich finde das ein extrem spannender Versuch, aber leider gescheitert. Gemeinden wurden ebenfalls überfordert, weil sie hatten noch nie, wahrscheinlich in der Geschichte, wurde das so systematisch genutzt, dass der einzelne Bürger als Bürger sozusagen als Referendumskomitee auftritt und direkt bei der Gemeinde einreicht. Die Gemeinde hat gesagt, ja, warum bekomme ich jetzt von einzelnen Bürgern plötzlich diese Unterschriftenbögen? Früher war das ein Komitee und beim Referendum gibt es halt offiziell kein Komitee. Gut, wir haben noch knapp eine Viertelstunde und ein bisschen Fragen. Darum wagen wir den Ausblick. Es gibt verschiedene mögliche Lösungsvarianten, die wir durchskizziert haben. Zwei davon sind in diesem Buch. Und zwar gibt es Project Auli, das ich vor 2 Jahren hier schon präsentiert habe. Das ist eigentlich ein WeCollect, einfach ein bisschen potenter. Nutzt eine EID und die elektronische Unterschrift. Also was wir jetzt gelernt haben, eigentlich nicht so das, was wirklich vielleicht die Zukunft sein sollte. Und das zweite Projekt, hier sehen wir den Prozess von WeCollect. Ich gehe jetzt da ein bisschen schneller durch. Wir sehen, der ist noch fast komplizierter wie der von Auli, nicht von WeCollect, der ist noch fast komplizierter wie das, was wir vorhin schon gesehen haben. Aber grundsätzlich ist es so, ich habe eine Initiative, ich drücke da was, ich habe meine elektronische Identität, teile meine Attribute, dann wird automatisch ein PDF generiert, basierend auf meinen Attributen, das ich digital signiere und dann schaue ich, dass dieses PDF an die richtige Stelle kommt. Das ist so kurz zusammengefasst. Und die etwas ambitioniertere Variante geht davon aus, dass wir all diese Begriffe wie von der Tallinn Declaration of E-Government erfüllen mit Once Only und Transparenz und so weiter. Da sehen wir, dass eigentlich dieser Prozess völlig automatisiert passiert. Das heißt, das Stimmrecht, wenn ich auf so eine Plattform gehe, die vom Bund betrieben wird oder vom Kanton, jetzt in diesem Fall vom Bund, wird mein Stimmrecht schon geprüft, wenn ich mich einlogge und dann passiert das nicht mehr. Aber das ist halt heute mit dem heutigen Gesetz so gar nicht mehr möglich. Und man sieht auch, dass das Komitee extrem entlastet wird. Vorhin hatten wir beim Komitee eigentlich durchgängig Boxen in der Swimlane drin und das übernimmt eigentlich dann die Plattform für politische Rechte übernimmt dann die ganze Logik und auch die Kontrolle. Das heißt, es gibt hier einen Shift von der Prozesshoheit weg vom Komitee zurück zum Bund. Und das ist je nach politischer Situation vielleicht gewünscht oder nicht. Zumindest nicht ursprünglich gedacht. Noch ein Beispiel, was passiert auf der EU? Da gibt es die European Citizen Initiative oder das europäische Bürger, den Namen nicht mehr einfällt. Die haben eigentlich sehr gut gezeigt, wie man E-Collecting-Systeme baut, die halt politisch nicht so viel Gewicht haben, aber rein systemtechnisch haben sie sehr gute Ansätze und Dokumentationen und Vorschriften veröffentlicht, bei der ich der Meinung bin, die sollten wir in der Schweiz eigentlich auch so übernehmen. Machen wir noch nicht, weil es halt EU ist und wir haben keinen Zugriff. Die eigentliche Lösung, die, wie sie eigentlich aussehen könnte, ist ein sogenanntes E-Collecting-Portal für Kantone. Hier am Beispiel mit der elektronischen EID aus Schaffhausen. Das heißt, es wird ein kantonales Personenregister geben, wo ich, wenn ich mich einlogge, das Stimmrecht geprüft wird und ich dann so Initiativen, die an meine Willensbekundung tun kann oder nicht, oder schauen kann, was für ein Referendum das es gibt und dann eigentlich den ganzen Prozess weitergehe, wie wir es ähnlich gesehen haben wie bei der politischen Plattform. Das Problem ist noch, wenn man sich jetzt solche Sachen überlegt, dann sieht man mal, wo das überall Daten fließen. Heute dürfen die Gemeinden gar nicht mehr Daten an den Kanton übermitteln wie die normalen Personendaten, weil das in einem Gemeindegesetz geregelt ist, dass es, wenn ich ein neues Feld übermitteln will über diesen ECR-Standard 20, dann braucht das eine Gesetzesänderung auf Gemeindeebene vom Gemeindegesetz mit dem Kanton. Und das sind dann solche Fragen, wo man sich stellen muss mit E-Collecting, finde ich, wo
sind die Gemeinden oder sind wir bereit, in unseren föderalen Strukturen Macht oder Verantwortung umzuverteilen, damit das dann entsprechend auch in neuen Konstrukten funktionieren kann. Was ich hier noch zeigen möchte zu Schluss, ist, was kostet eigentlich Initiative? Und zwar habe ich hier Zahlen genommen, was, wenn man 140.000 Unterschriften sammeln muss, plus diese 8 Franken, die wir hier zuletzt vor 2 Wochen gesehen haben, vor 1,5 Wochen, dann kommt man etwa auf 1,2 Millionen rein für das Sammeln. Man hat etwa Campaigning-Kosten von 240.000 Franken. Man hat für die Bescheinigung der Unterschriften hat man fast denselben Betrag. Man hat für das Zustandekommen bei der Bundeskanzlei, das ist hier der kleinste Teil, und man hat fürs Einreichen der Unterschriften hat man etwa noch, je nachdem welchen Anbieter man wählt oder es man selber macht, aber dort sind wir, ich habe jetzt mit 140.000 Franken gerechnet, das ist sicher am oberen Ende, mit etwa 1 Franken pro Unterschrift. Summa summarum macht das etwa 1,7 Millionen aus für eine Initiative, ohne die vielen freiwillige Arbeit. Und wenn man jetzt denkt, dass glaube ich, etwa 26 Initiativen momentan unterwegs sind, dann ist das doch eine stattliche Summe. Zum Schluss, was ist noch zu erwarten? Auf Bundesebene gibt es diese Auslegeordnung und eine Arbeitsgruppe. In Basel-Land und Schaffhausen werden dieses Jahr Papers kommen, wo ich zum Teil auch mitgearbeitet habe oder die ich verfasst habe. Und ich arbeite noch an einem E-Collecting Report, der so den Status Quo, den ich heute versucht habe zu erzählen, grafisch noch etwas schöner aufbereiten wird. Ich bin mir sicher, Politik findet heute nicht mehr nur auf der Straße statt und wir haben die Möglichkeit, dass wir etwas bewegen können und etwas anders machen können. Wir haben auch die Möglichkeit, eine inklusivere Demokratie zu gestalten oder zu fördern. Und das ist mein Aufruf, schaut nicht weg, weil schlussendlich ist es genau das, was Civic Tech ausmacht und vielleicht auch E-Collecting ist der sinnvolle Einsatz von Technologie für uns Menschen und nicht gegen uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe von Chris Bühler noch den Auftrag bekommen, seine Frage, die er mir auf LinkedIn gestellt hat, noch zu präsentieren. Den Ball gebe ich gerne weiter. Und ja, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir haben, glaube ich, noch 1-2 Fragen vorbereitet, ansonsten noch. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß am Winterkongress oder Frühlingskongress bei frühlingshaften Temperaturen am Klassentreff der digitalen Gesellschaft. Ja, herzlichen Dank, Sandro, für die Reise durch das E-Collecting-Land oder noch nicht E-Collecting-Land Schweiz. Das ist gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Ihr könnt Sandro Fragen stellen, indem ihr zu dem Mikrofon geht, damit die Leute im Stream oder zu Hause auch hören, was ihr fragt. Oder alternativ, glaube ich, könnt ihr ihm Antwort geben, was ihr zu diesen Fragen denkt. Mich würde es interessieren, also ich war heute noch beim Vortrag über EID und ich glaube, die Mehrheit hier ist auch der Meinung, dass EID einfach wieder eine neue Bullshit-Idee von der Bundeskanzlei ist, die wir natürlich bekämpfen sollten. Daher ist meine Frage, wenn jetzt die Gruppen, wo ich mich dazugehörig fühle, wieder mal das EID bekämpft haben, gibt es eine Alternative für das E-Collecting? Weil E-Collecting ist eigentlich eine gute Idee, aber EID wie die Bundeskanzlei macht, ist einfach nur Bullshit, weil wir haben einfach zu viele unfähige Leute in der Schweiz. Danke. Ich war leider am Vortrag nicht dabei, da ich mich vorbereiten musste auf diesen Vortrag. Daher kann ich da nichts dazu sagen. Ich möchte eigentlich auch nicht auf den Bullshit eingehen, grundsätzlich, sondern vielleicht, was haben wir für eine Alternative? Alternative ist, ich nehme Blatt und Papier und wir machen es wie vor 150 Jahren. Das funktioniert, das ist doch kein Problem. Dieser Kanal wird bleiben.
Die Frage ist, wie möchte ich mich im Internet ausweisen, wenn ich das elektronisch machen muss? Und ich bin der Meinung, für legitimierte politische Prozesse ist eine Identifikation des Bürgers notwendig, wie auch immer die geschieht. Ich bin sogar der Meinung, der Vorteil einer EID hier im ganzen Spiel kann sein, dass wir die Dezentralität ins Spiel bringen. Weil wenn ich irgendwo ein Login habe, kann ich das brute-forcen und hacken und dann in breitem Maße irgendwie machen. Aber wenn ich physisch, ich habe jetzt mein Handy schon weg, aber wenn ich physisch immer diese physische Komponente dabei habe, dann ist es extrem schwierig, das elektronisch zu hacken und das, so, das System zu untermauern. Ich hoffe, die Frage sonst gerne noch nachher beim Bier bilateral. Also wenn ich dich richtig verstehe, siehst du ein großes Potenzial mit so einem Shift hin zur digitalen Sammlung eben von Unterschriften. Habe ich das richtig verstanden? Oder ich frage anders. Erfindung des Buchdrucks hat genau nichts gebracht für die Frauen. Das ist kein Demokratieschub gewesen. Da verstehe ich noch nicht so genau, also was erhoffst du dir? Weil ja, wir können ja auch bei der Unterschrift bleiben oder... Welche Gruppen, denkst du, würdest du damit erreichen, die jetzt noch nicht teilhaben dürfen? Mhm. Das ist meine eine Frage. Die andere Frage ist, du hast die Zahlen gezeigt. Wenn ich jetzt so denke, es könnte diese staatliche Stelle geben, wo ich sagen kann, ich möchte ein Referendum ergreifen, aber da fallen ja auch Kosten an. Werden die dann in der Idee abgewälzt auf das Komitee für ein Referendum oder für eine Initiative. Also wer bezahlt in diesem Modell? Das sind viele Fragen. Ich bin der Meinung, dass das E-Collecting erstens mal den Kreis der Teilnehmenden vergrößern kann. Es gibt sehr viele Leute, ich spreche jetzt nicht von Auslandschweiz oder nicht, das ist ein anderes Thema. Für das haben wir auch andere politische Mittel, denke ich. Aber es gibt heute Leute, die kein selbstbestimmtes Leben führen können, weil sie zum Beispiel sehbehindert sind. Die brauchen jemanden, der für sie unterschreibt. Es gibt Leute, die Schicht arbeiten, die werden gar nie gefragt. Wer weiß, ob ich eine Initiative unterschreiben will. Die können auch nicht normal vor dem Manor oder Coop oder Bahnhof diesen Diskurs führen. Es gibt Leute, die aufgrund veränderter Lebensweisen zu diesem Zeitpunkt nicht am Bahnhof sind. Es gibt gebrechliche Leute oder in Situationen wie Corona, wo die Mobilität fällt, dieser Austausch. Und da bin ich der Meinung, kann ein Screenreader auf dem iPhone zum Beispiel oder technologische Mittel diesen Kreis erweitern. Es gibt auch ganz viele Leute, die wurden noch gar nicht gefragt, möchtest du eine Initiative unterschreiben? Da bin ich so schon sehr stark der Meinung, man kann jetzt das in eine Waagschale legen und sagen, wie viel darf uns dieser Prozentsatz der Bevölkerung, der vielleicht betroffen ist, kosten? Auch der Stadt Landgraben, wir wissen jetzt mit dem brieflichen Abstimmen, macht es gar nicht mehr so attraktiv, überhaupt in ländlichen Gebieten die Personen abzuholen und zu fragen, wollt ihr überhaupt diese Initiative unterstützen? Weil das ist viel zu teuer für ein Komitee. Gerade noch, wenn ich 8 Franken pro Unterschrift zahle und davon noch 40% ungültig sind, dann sind wir dann eigentlich schon fast bei 12 Franken, ein bisschen weniger. Ja, dann die zweite Frage, das war die zweite, die erste weiß ich nicht mehr. Und die dritte, Kosten, wer übernimmt die Kosten? Wer übernimmt die Kosten? Ja, wer trägt sie heute, oder? Früher war es noch möglich, dass ich das privat stemmen konnte, weil es für mich als Bürger einfacher war, vor dem Wahllokal das zu machen. Heute wird es immer schwieriger. Wir sehen das auch in diesem Zeitungsartikel, den ich gezeigt habe, dass es extrem schwierig wird, überhaupt noch Unterschriften sammeln zu können. Daher sind die Preise in den letzten Jahren von 2,50 Franken bis 5 Franken jetzt auf 8 Franken gestiegen. Schlussendlich ist das wahrscheinlich ein politischer Entscheid, den die Gesellschaft tragen muss und sagen muss, wer soll das zahlen und wie viel ist das uns wert, oder? Ich denke, heute haben wir sehr viel nicht wertorientierte Prozesse durch das Ganze bescheinigen, die eigentlich dem Bürger direkt keinen Mehrwert bringen.
wenn jetzt da jemand, wir haben eine Statistik, Zahlen von 1970, dass man pro Tag hat eine Person 300 Bescheinigungen gemacht. Das wäre jetzt bei so einer Initiative, wären das 400 plus Tage Arbeit, die die Gesamtbevölkerung trägt. Und jetzt ist die Frage, wer zahlt das? Ja, wir Steuerzahler, oder? Ja, ja, politische Plattform, ja. Eine Plattform für politische Rechte. Stand heute gibt es nur St. Gallen, die das über das ordentliche Budget und die Steuerzahler machen. Wie das dann ausgestaltet wird, denke ich, müssen wir aushandeln, ja. Ist es richtig oder nicht? Dann sind wir bei der Ethikfrage von Chris Bühler vielleicht aus dem ersten Vortrag. Ist es richtig, wer für diese Kosten aufkommen soll? Ich möchte da mich nicht auf eine Antwort aus. Das müssen wir dann sehen, wenn es dann soweit wäre. Ja. Wenn wir wissen, was das überhaupt kostet, heute wissen wir gar nicht, ist es überhaupt möglich und wie viel das überhaupt dann kostet. Im Moment sind wir, oder wenn jetzt E-Collecting kommen wird, wird ja die Papierschlacht immer noch bleiben. Und ich, als ich mir den Prozess angeschaut habe, habe ich mich gefragt, ja, wie lösen das die Kommunen? Weil jetzt gibt es einerseits diesen digitalen Weg, aber eine Gemeinde muss ja heute zum Beispiel schon überprüfen, lebt die Person noch, hat die Person zu einem Zeitpunkt woanders gewohnt etc. Also man hat da eine Zweispurigkeit. Das heißt, die Gemeinden müssen eigentlich jede analoge Papierstimme auch in irgendwie digital vermerken, dass ich es nicht zweimal machen kann. Und der zweite Aspekt, den ich irgendwo noch für mich noch nicht gelöst habe, ist, wenn ich heute unterschreibe, dann liegt irgendwo in der Gemeindekanzlei eine Kiste mit meinen Unterschriften, die werden aufbewahrt zu Dokumentationszwecken. Der Gemeindekanzlist könnte nachschauen, wer da unterschrieben hat. Jetzt hat man eine zentrale Plattform, wo das irgendwie drüber läuft. Also muss dort Privacy implementiert werden. Also ich habe eigentlich wie so zwei Teilfragen. Ja, sehr gut. Das ist eine wichtige Frage. Stand heute kommt egal. In den allermeisten Gemeinden, wo ich ein bisschen Umfragen gemacht habe, existiert zumindest eine Excel-Liste. Früher wurde das Stimmregister ausgedruckt und dann wurde durchgestrichen. Ob diese Daten müssten nach dem Zustande kommen, vom Prozess müssten die gelöscht werden. Wir haben, glaube ich, heute auch noch einen Vortrag gehabt, oder kommt noch, was kann ich technologisch verhindern, dass es gar nicht erst Daten anfallen. Und wo schreibe ich einfach ein Gesetz, das sagt, ich sollte es dann löschen, wenn es dann soweit wäre. Heute habe ich ja Einwohnerkontrollsysteme, die Datenbanken führen, wo ich eine Initiative erfasse, wo ich meine Einwohner suche, dann tippe ich den Bogen ab, drücke auf Prüfen und dann prüft das System, diese Person ist weggezogen, diese ist gestorben, die ist nicht stimmberechtigt und die anderen sind alle gut und für das stelle ich eine Bescheinigung aus. Der Prozess ist heute schon völlig digital auf Seiten der Gemeinde. Was analog ist, ich muss diesen Brief, ich schreibe meistens eine Bescheinigung, wo ich dann als Gemeinde in der Gemeindekanzlei schreibe, von deinen 20 sind 15 gut, diese 3 nicht und so weiter, Stempel, Unterschrift und dann geht das zurück. Dieser analoge Prozess habe ich noch. Und wenn wir das jetzt digital machen und nebendran gibt es noch diesen analogen Prozess, dann ist das kompatibel, die ganze Bescheinigung funktioniert. Es ist dann die Frage, wie kann ich diese digitale Bescheinigung dann wieder dem Komitee zurückschicken oder auf diese Plattform. Und durch das, dass wir hier, darum habe ich diese Slide nochmal gemacht, die Bescheinigung wird auf Amtsstellen gemacht. Das heißt, was ich hier auf die kantonale Plattform schicke, ist die Information, ist diese Person stimmberechtigt oder nicht, zum Zeitpunkt, wenn sie sich auf der Plattform einloggt. Oder?
Oder das ist mal mein Vorschlag, wie ich mir angedacht habe. Ich habe das noch nicht fertig. Und durch das fällt auf dem zentralen System beim Kanton dieser Datensatz oder dieser Datenpunkt gar nicht an, sondern er bleibt immer noch auf Gemeindeebene. Und jetzt kann man darüber diskutieren, und ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, die geführt werden muss. Kann eine kleine Gemeinde die Sicherheit ihres Systems sicherstellen? Wahrscheinlich nicht, weil das viel zu teuer ist und die Kompetenzen gar nicht haben. Von dem her würde sich vielleicht die Idee mal lohnen, was könnte man von der Gemeinde eine Ebene nach oben geben, um dort Synergien und Skills auch zu bündeln. Was aber wieder das Risiko bringt, dass ich zentralere, ich sage jetzt nicht zentrales, oder im schweizweiten Kontext haben wir ein bisschen mehr als 2000 Gemeinden, unsere 26 Kantone, dann habe ich dann noch 26 Systeme, die ich angreifen kann. Das ist vielleicht weniger oder mehr Aufwand, das kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht ist es einfacher, 2000, ein paar hundert kleine oder große Gemeinden anzugreifen, mit vielen Bürgerdaten drin, als auf einen Kanton loszugehen. Das sind so die Diskussionen, oder? Ja. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ja. Wir sind über die Zeit, aber dich möchte ich noch hören. Du hast schon ein paar Mal versucht zu fragen. Gut, letzte Frage für dich. Ich war auch bei diesem Slide, oder? Also hier. Weil genau dieser Slide ist ein bisschen das Gegenteil von dem, was wir gehört haben im AID-Vortrag. Da haben wir über Zero Knowledge Proof und so geredet und haben wir darüber diskutiert, wie können wir möglichst wenig Daten eben zentralisieren. Und das geht eben genau in die falsche Richtung. Oder? Und darum ist, glaube ich, diese Diskussion jetzt entstanden. Aber ich glaube, eben, das ist ein Draft von dir. Aber es wäre sicher wichtig, auch wenn du das im Kanton entwickelst, dass du dir den Vortrag auch von EID noch reinziehst und auch von Lukas Hess. Es gibt sicher gute Inputs dafür. Ja. Sehr gerne, ja. Ja, es ist natürlich noch zu meiner Verteidigung, wenn man das Ganze neu denken würde und neu aufbauen würde, würde man das wahrscheinlich nicht mehr so machen. Oder dann würde man auch auf Self-Sovereign Identities aufbauen und so weiter. Stand heute haben wir 2000 Gemeinden, die so funktionieren, und das ist so. Und wenn wir jetzt die alle umstellen wollen, das werden wir wahrscheinlich nicht hinkriegen. Also müssen wir vielleicht praktisch denken, was wäre jetzt heute möglich. Und dann ist das eine Diskussion der Gesellschaft, ob es uns das genügt oder nicht, ob wir das unter diesen Umständen so wollen, oder? Und jetzt mit der EID gibt es ja wahrscheinlich dann noch ein Referendum, wo genau solche Fragen dann auch kommen, oder? Fakt ist, heute im Analogen gibt es das schon und über das diskutiert niemand. Und jetzt kommt die Frage, weil ich es digitalisieren möchte, oder? Ja, aber ich kann ja heute schon bei jeder Gemeinde mich reinhacken. Ja, das ist nur die kleine Gemeinde, aber dort bei der kleinen Gemeinde weißt du, dass die Daten nicht gelöscht werden und der auf der Kanzlei sieht genau, wer unterschrieben hat, und dann spricht er nicht mehr mit dem Nachbar, weil er weiß, er hat gegen dieses Gesetz anders abgestimmt oder war dafür, oder? Dann haben wir auch solche Fragen. Aber den Vortrag von Lukas Hess habe ich fast bis zum Schluss gesehen. Den EID-Vortrag werde ich mir noch zu Gemüte führen, und ich bin der Meinung, dass wir mit dem Ansatz der Self-Sovereign Identity hier noch richtig was verändern könnten. Das bin ich davon überzeugt, auch mit dem ganzen Konstrukt, wo wir Datenspuren dann hinterlassen oder nicht und in welcher Form, weil hier sind wir sehr hierarchisch aufgebaut, mit dem PKI-Ansatz zum Beispiel, was wir dann vielleicht nachher dann nicht mehr haben. Aber das müsste auch zuerst jemand das dann machen, und schlussendlich haben wir dann immer noch die Gemeinden, die gehackt werden. Das gibt es ja auch genügend solche Fälle. Gut, dann unterbrechen wir hier. Ihr dürft hier gerne noch weiter diskutieren. Ist vielleicht eine gute Motivation fürs Stream-Publikum, morgen hierher zu kommen, weil morgen um 11 Uhr geht es hier weiter mit der Keynote. Ab 12 Uhr haben wir wieder Vortragsprogramme in allen drei Sälen. Wäre schön, euch dann wieder zu sehen. Für den Moment mal herzlichen Dank fürs Hiersein, fürs aktive Diskutieren jetzt.
Und vor allem dir natürlich, Sandro, vielen Dank für deine Einführung. Danke, Daniel.